Also es gibt kein Repertoire für Flamenco-Gitarren und Orchester. Dadurch war es natürlich für das Orchester auch sehr, sehr besonders, das heute einzuspielen. Man hat es denen auch angemerkt, es ist eine andere rhythmische Sprache. Es ist die Farbe der Flamenco-Gitarre, die Flamenco-Lines auch, die spielen sollten. Das macht genau auch dieses Kribbeln da aus und das hat auch das Orchester sehr gereizt.